Hallo, liebe Freunde der leichten Finanzunterhaltung. Mein Name ist Thorsten Semmler und ich bin seit 25 Jahren im Bereich Finanzierung tätig. Willkommen hier in meinem Kanal Aufgewacht und Nachgedacht und heute mit dem Thema Sondertilgung, ja oder nein. Bleib dran, denn es wird deine Finanzierung mit Sicherheit revolutionieren. So, schön, dass dich dieses Megathema in der Immobilienfinanzierung ebenfalls interessiert. Sondertilgung, ja oder nein? Wie kann ich meine Immobilienfinanzierung optimal gestalten in der Tilgung? Früher galt immer der Leitsatz, ins eigene so viel wie möglich und in die Kapitalanlage so wenig wie möglich zu tilgen. Ist das in der heutigen Niedrigzinsphase immer noch so? Tja, ja, kann man weiter so handeln und man braucht nicht viel nachzudenken und man braucht auch nicht zu rechnen und dann passt doch alles schon so und dann ist das auch alles ganz toll. Oder man kann es aber auch schlauer angehen und sich an den großen Investoren der Branche orientieren, denn wie schaffen die das denn immer, die Taschen voller Geld zu haben, trotzdem wieder neue Darlehen aufzunehmen, ohne die alten Kredite in der Laufzeit signifikant zu tilgen? Tja, der Investor kalkuliert eben anders seine Immobilieninvestitionen, denn er schaut erst danach, wie er sein Geld am effizientesten arbeiten lassen kann und legt dann seine Geldmenge fest, die er maximal in die Finanzierung einbringen will. Ist natürlich ein extremer Unterschied zu dem normalen Häuslebauer oder Immobilienkäufer, denn wie macht der denn das? Der schaut natürlich immer erst, was er zur Verfügung hat, macht dann einen Kassensturz und bringt in den meisten Fällen ca. 80% seines Ersparten in die Finanzierung ein, weil die Bank eben das Eigenkapital fordert oder weil man es auch von Freunden und Bekannten nicht anders kennt und die haben das auch so gemacht und dann macht man das halt auch so. Ja, typische Herdentrieb. Dazu vereinbart man mit der Bank dann noch die größtmögliche Sondertilgungshöhe, weil man ja so viel wie möglich und so schnell wie möglich tilgen möchte. Leider bleibt es aber bei 80% der Immobilienfinanzierung auf der Strecke, denn da bleibt es immer nur bei dem guten Vorsatz, viel zu tilgen. Denn 20% der Darlehen werden laut Banken nie außerplanmäßig getilgt und werden auch in der Sondertilgungshöhe nicht voll ausgeschöpft. Also von 10 Finanzierungen machen 2 eine Sondertilgung, der Rest nicht. Sondertilgung ist heute bei den meisten Banken mit 5% eingepreist. Das ist standardmäßig mit drin, kann aber auch bis auf 10% erhöht werden. Da gibt es dann einen kleinen Zinsaufschlag. Wenn man auf Sondertilgung verzichtet, gibt es bei vielen Banken auch einen kleinen Abschlag. Ein paar Basispunkte sinkt dann der Zinssatz, da die Bank ja dann durch die Herausnahme der Sondertilgungsoption mehr Zinsen in der Laufzeit bekommt. Dann ist sie auch gerne bereit, ein bisschen weniger im Hauptdarlehen zu nehmen. Um die ganze Sache aber nicht zu komplizieren, sollten wir uns die ganze Sache mal überhaupt ansehen, was ich dort sparen kann in der Sondertilgung. Und das möchte ich mal in einem einfachen Beispiel gegenüberstellen, ob es überhaupt noch Sinn macht, ins Darlehen zu tilgen oder lieber Sinn macht, vielleicht extern seine Tilgung anzulegen. Das will ich mal im ganz Groben aufzeigen. Es wird ein zweites Video geben zum Bereich Sondertilgung. Da wird es dann ein bisschen für die Finanzmathematiker unter uns ein bisschen genauer zu der Sache gehen und hier heute nur mal ganz grob aufgezeichnet, damit mal alle so diesen Grundtenor in dieser Geschichte verstehen. Dazu nehmen wir mal den Flipchart, ja, und ich zeichne das mal auf. Let's do it. Nehmen wir mal so eine Gesamtinvestitionssumme, also Finanzierungssumme von 200.000, da lässt sich das immer schön rechnen. 200.000 Euro ist meine Finanzierungssumme. Und die habe ich auf 10 Jahre finanziert zu 1% Zins und von mir aus 2% Tilgung, obwohl das Letztere jetzt hier für uns, also die monatliche Tilgung, nicht so das Entscheidende ist. Entscheidend ist für mich mal der Ansatz der Sondertilgung und hier mal euch klarzumachen, was kann ich denn bei, jetzt nehmen wir mal diese Standardgröße 5% Sondertilgung, was kann ich denn da sparen? Also 5% Sondertilgung, was kann ich da im Jahr Sondertilgen bei 200.000 Euro? Meistens werden schon mal ausgerechnet haben. Wenn nicht, kürzen wir das ab, sind 10.000 Euro. Kann ich Sondertilgung machen? Wer 10% Sondertilgung vereinbaren will in seiner Finanzierung, der muss ja auch im Klaren sein, das sind dann 20.000. Da wird es bei manchen dann schon ganz schön eng, das im Jahr wegzulegen, nur für Sondertilgung für die Immobilie. Also 10.000 ist für manche schon eine Stange Geld.
das wegzubringen, wird schon für viele schwierig. Aber nehmen wir mal die 10.000 Euro an. Was spare ich mir dann an Zinsen, wenn ich 10.000 Euro Sondertilgung mache bei dem gesamten Darlehen? Was spare ich mir da? Also ich habe 10.000 Euro Sondertilgung, 1% Zins und ein Finanzierungsvolumen von 200.000. Was spare ich da? Schon jemand raus? Ist eigentlich ganz einfach. Ich spare mir 1% Zins auf die 100.000. Und zwar spare ich mir 100 Euro. Ja, nicht im Monat, sondern im Jahr. Im Jahr spare ich mir 100 Euro. Klasse, oder? Ist natürlich extrem wenig, ja, bei einem Einsatz von 10.000 Euro nur 100 Euro zu sparen an Zinsen. Ist ja ein Witz, oder? Stellt sich jetzt die Frage auf, was würde denn passieren, wenn ich jetzt 10.000 Euro anlege und ich bekomme, sagen wir jetzt mal, 4%. Wird es wahrscheinlich wieder einen Aufschrei geben. 4%, wo bekommt man denn 4%? Ja, es gibt einige Möglichkeiten, da bekommt man 4%, aber nicht auf der Bank, nicht auf dem Sparbuch. Ja, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, aber es gibt einige Möglichkeiten, da bekommt man das. Ganz einfaches Beispiel nur, überlegt mal, was ihr bei einer Bank bei einem Ratenkredit zahlt, zwischen 3,99 bis momentan 5,99 ist auch irgendwo eine Rendite, weil die Bank holt sich das für 0% von der EZB und verleiht euch das Geld für 3,99 oder 5,99, was deren Zinsdifferenzgeschäft ist, also deren Rendite ist. Das gibt es auch im Privatanlagebereich. Also ich kann privat auch mein Geld irgendwo reingeben und kriege dann auch diese Beträge, also zum Beispiel auch 4% Garantiezins zurück. Mache ich aber auch nochmal ein Video. Also würde in dem Fall der Kunde oder ihr 400 Euro bekommen. Merkt ihr jetzt den kleinen Unterschied? Da habe ich 100 Euro Ertrag in dem Sinne. Hier habe ich 400 Euro Ertrag. Selbst wenn ich jetzt sage, ich nehme die untere Variante und habe dann in der oberen Variante ja 100 Euro Minus, weil ich habe ja 100 Euro dann trotzdem mehr zu zahlen, weil ich tue ja dann nicht ins Darlehen tilgen. Dann nehme ich einfach die 100 Euro, ziehe die ab von den 400 Euro und dann habe ich immer noch 300 Euro per anno plus. Was kann ich damit wieder machen? Mehr Sondertilgung, mehr anlegen, kriege ich mehr Zinsen, mache eine Geburtstagsparty, mache einen Urlaub, keine Ahnung, irgendwas. Jedenfalls, ihr habt mehr davon, als wie hier nur 10.000 Euro einzugeben, um 100.000 Euro Rendite zu bekommen. Weil ihr habt auch 300 Euro und habt die Zinsen trotzdem schon abgezogen. Aber wie gesagt, das ist nur eine Berechnung im Groben. Die Finanzmathematiker und uns werden jetzt schon wieder aufschreien und sagen, ja, beim annuitätischen Darlehen geht dann die Differenz von reduzierten Zins dann in die Tilgung hinein, weil ja die Rate immer gleich bleibt. Ja. Ja, das ist richtig, liebe Leute. Machen wir ein zweites Video, weil das gibt es nämlich nach dem Video. Da gehen wir mal detaillierter in diese Berechnung rein und stellen das mal ganz genau gegenüber, wie das aussieht, richtig mit Zahlen, Daten, Fakten, ob das Verhältnis dann immer noch so cool ist und ob man da in der Sondertilgung doch vielleicht umdenken sollte. Deswegen bleibt dran. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt einen Kommentar rein, wie ihr darüber denkt. Nehmt alles auf an Kommentaren, ob sie positiv oder negativ sind. Egal, weil daraus können wir halt auch nur lernen, euch dementsprechend einen Content zu liefern. Und ansonsten sage ich immer schön Gehirn einschalten, weil Geld behalten. Bis dann, euer Thorsten Semmler.